Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier bei eurem Krängis. Und wie ihr aus dem Titel schon entnehmen könnt, das ist meine Bewerbung für eine Sprecherrolle bei Dragon Age oder für Dragon Age Inquisition. Da kann man sich momentan noch bewerben bis zum 30.05. Also wenn ihr Bock habt und sagt, ey, ich kann Rollen sprechen, ich kann mich da voll reinversetzen und mit den ganzen Gedöns, dann bewerbt euch doch bitte. Unten habt ihr einen Link in der Videobeschreibung. Dort ist nochmal alles ganz genau aufgelistet. Das sind auch die zwei Skripte. Und ja, ich habe mir auch gleich mal alle beide Skripte genommen, weil ganz einfach die Charaktere in diesen zwei Szenen so unterschiedlich sind. Und das ist so schön. Das ist so, da kann man schön spielen. Und ja, wir beginnen auch mit der ersten Szene direkt, in der ein Dorfbewohner den Inquisitor, der gerade durchs Gebiet reist, zur Rede stellt. Und in diesem Fall spreche ich halt diesen Dorfbewohner. Ich würde sagen, ready, steady, go. Oh, na wenn das nicht der Inquisitor ist, was wollt ihr von uns? Probleme? Ich habe zwei Söhne und eine Schwester an diesem Krieg verloren. Jeder hier hat jemanden verloren. Sind das genug Probleme für euch, euer Gnaden? Ihr könnt auf der Stelle kehrt machen und dahin zurückgehen, wo ihr hergekommen seid. Und welche Rolle spielt das? Ich kenne euch. Ich kenne Leute wie euch. Ihr spielt eure Spiele und benutzt meine Söhne, um eure Schlachten für euch zu schlagen. Denkt ihr, wenn das alles vorbei ist, spielt es auch nur die geringste Rolle, wer gewonnen hat? Gaspard oder Selene? Für uns hier unten im Dreck ändert das nichts. Das sind nur Worte. Es wird erst dann wieder besser, wenn die Toten nach Hause kommen. Doch das kann nicht einmal der Erbauer bewirken. Ja, das war die erste Rolle, die erste Szene. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen jetzt direkt zur zweiten Szene, die, wie gesagt, ein bisschen anders ist. Der Inquisitor geht dort eine Entführung nach und trifft auf so einen Truxessen. Und der ist so ein bisschen so, was steht hier? In der Regieanweisung hektisch, panisch, Gebrabbel, Geschwafel. Und also er ist so ein bisschen, mein Gott. Und so werde ich ihn wahrscheinlich jetzt auch versuchen zu sprechen. Ready, steady, go. Lady Rosettes Verschwinden hat das Anwesen jeglicher Freude beraubt. Die Witwe ist vollkommen aufgelöst. Sie hat schon seit Tagen nichts mehr zu Abend gegessen. Seit Tagen. So etwas sagen wir nicht. Es ist undenkbar. Nein, ganz sicher nicht. Sie ist nicht tot. Bitte, wir flehen euch an. Die Inquisition hat Zugang zu entsprechenden Mitteln, zu Informationen. Wenn irgendjemand Rosette finden kann, dann ihr. Seht, ich habe hier die Lieblingssachen unserer Lady. Vielleicht helfen sie euch ja weiter. Das ist nicht nur irgendein Seidenkissen. Es ist mit Geißblatt und Minze gefüllt. Sie ist absolut verrückt nach dieser Mischung. Und sagt euren Leuten, sie können sie mit gesalzenem Dorsch anlocken. Jedoch nur sonntags. Sie ist nicht nur eine Katze. Sie ist einzigartig. Und wollt ihr wissen, warum? Als Kaiserin Selene das Chateau besuchte, schlief Lady Rosette zusammengerollt am Kopfe der Kaiserin. Sagt mir, wer sonst hat es je gewagt, sich der kaiserlichen Krone in derart kühner Weise zu nähern? Wem sonst wurde es je gestattet, der Kaiserin höchst selbst mit derartiger Vertraulichkeit zu begegnen? Rosette ist etwas Besonderes. Selbst Selene weiß das. Ja, und damit sind wir auch schon fertig mit meiner Sprechung oder mit meiner Bewerbung für die Rolle, Rolle bei Dragon Age Inquisition. Also kleine Tipps, falls ich Tipps geben kann. Versuchst du stehen, gerade zu stehen, das ist wirklich, man sagt das immer, aber es ist wichtig, versuch gerade zu stehen und
mir persönlich hilft es immer, wenn ich dabei so ein paar Handbewegungen mache. So, ich weiß nicht, ich schaff's dadurch, das besser rüberzubringen. Und ja, ich hoffe doch, es klappt. Wenn es nicht klappt, springe ich nicht gerade aus dem Fenster. Es wäre schön, wenn es klappt. Also schauen wir mal, was es wird. Wie gesagt, ihr könnt euch auch bewerben. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Euer Krangus.